Hier, wir gucken uns jetzt, weil wir gerade im Thema drin sind, seine Roomtour an, weil das wollte ich mir schon länger reinziehen. Alles nix. Geil, eine britisch Kurzhaarkatze, auf jeden Fall guter Geschmack. Habe ich zwar leider nicht, aber ist eine sehr hübsche Katze. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals in dieser Lage sein werde, dass ich selber dieses Intro mache zu meiner eigenen Roomtour. Aber heute ist endlich der Tag gekommen. Ich werde euch meine allererste Wohnung zeigen. Ich wohne hier seit Februar 2020 und bevor wir mit... Ach, das ist noch seine alte Roomtour? Ach, am 27.11. Seit wann habe ich denn das in meiner Liste drin? Leute, wir gucken uns jetzt trotzdem die... Das ist nicht seine Roomtour in Barcelona, aber das wollte der übrigens... Hat er nicht das letzte Mal gesagt, der bringt seine Roomtour den nächsten Tag, wenn er 25.000 Likes knackt? Und die 25.000 Likes wurden doch geknackt. Der hat doch keine Roomtour hochgeladen, ich raste aus. Mit der Roomtour starten wollte ich auf jeden Fall sagen, dass hier alles möbliert ist. Okay, Michi. Also 95% der Sachen, die hier drin sind, auch so meine Kleidung, mein Gaming-Setup und ein paar Sachen, die ich euch gleich zeigen werde, gehören quasi nicht mir. Also wundert euch nicht wegen ein paar Sachen, wie sie eingerichtet sind. Ich zahle im Monat hier 2.400 Euro warm Miete, weil es halt komplett in der Innenstadt von München ist. Und ihr werdet gleich checken, wieso ich so viel zahle. Und es ist nicht selbstverständlich, dass ich mit 20 Jahren mir so etwas leisten kann und Also ja, es ist München, ja, aber der ist 20 und bezahlt 2.400 warm. Ich wohne hier bei 105 Quadratmetern mit meiner Freundin zusammen, bezahle 630 Euro warm. Dann teilen wir uns das ja noch auf, also meine Freundin macht die Hälfte, ich mache die Hälfte. Das heißt 315 Euro für jeden warm. Er bezahlt ja alleine, weil Elli ja sozusagen eh nichts zahlen kann, weil er ja gar nicht weiter Geld hat. Bezahlt er ja alleine 2.400, er bezahlt 2.000 Euro mehr als ich für Miete. What the fuck? Das habe ich nur euch zu verdanken, deswegen Kuss geht raus an jeden Einzelnen, der mich supportet. Allein wenn ihr nur die Videos schaut, wirklich fettes Dankeschön und ich würde sagen, wir starten. Das Ding ist, hättet ihr sich irgendwas weiter außen gesucht, wo er, sag ich mal, im Monat 700, 800 Euro Miete bezahlt? Dann hätte der jetzt schon böse gespart oder noch mehr gespart und dann hätte er sich vielleicht irgendwann ein Haus gekauft. Direkt mit dem Eingangsbereich, wenn man hier reinkommt. Ich wollte euch halt unbedingt alle meine Schuhe zeigen. Normalerweise sind sie in dem Schrank dort hinten drin. Dann hängen hier jetzt zum Beispiel ein paar Jacken. So, hier ist meine Jacke. Hier sind zwei Jacken von Elli. Voll viele Fragen, ob Elli genau, bei mir eingezogen ist. Sie wohnt einfach nur vorübergehend bei mir, weil sie eh jeden Tag bei mir wäre. Und deswegen hat sie ein paar Sachen mehr bei mir. Und ja, Coco ist auch am Start. Schau mal, mein Coco. Der ist so süß. Kleines Mimi. Das ist so süß. Leute, gebt euch mal das hier Lieblingsspielzeug. Ja, ja, ja. No. Toll. Okay, wir haben jetzt zu... Wir haben auch so eine Katze, also wir haben auch so eine Maus, meine ich, für unsere Katze. Und dann werfen wir diese Maus, die Katze geht einfach nicht hin, die spielt mit allem, aber nicht damit. Die kratzt mir meinen Stuhl kaputt, das juckt die gar nicht. Aber mit der Maus, was fürs Kratzen, fürs Beißen gedacht ist, das ist gar kein Problem, das lässt sie einfach so in Ruhe. Das ist traurig, ja? Da muss dringend was ändern in der Erziehung. Zu viel geliebt, aber ja, ich würde sagen, wir machen erstmal Sky Club, wirklich vielen Dank. Und starten bei meinen Schuhen. Ich wollte euch zuerst meine Schuhe zeigen. Also, wir starten erstmal bei den 1er Jordans. Gestern habe ich die mit meinem kleinen Bro geholt. Das sind die Brads, also mit. Und ja, die haben 130 gekostet. Die habe ich auch meinen kleinen Bro geholt. Dann habe ich die seit 2016, sieht man auch. So an der Condition, das sind die Royal Blues, für die habe ich, glaube ich, 350 gezahlt. Ich bin eigentlich ein Fan von Nike-Schuhen. Also ich habe selber zwei Paar Nikes, einfach aus dem Grund. Er tut schon wieder das Gesicht weh, weil ich schon wieder, ich muss wieder lachen. Ich kenne jemanden, der im Schuhladen arbeitet und da gibt es immer Rabatt. Also da gibt es immer Rabatte und ja, dann nimmt man halt die Schuhe, die man bekommen kann für günstiger Geld. Ich sag mal so, die Schuhe, die ich habe, die waren 60 Euro wert. Mit Rabatt waren die nur noch 50 Euro wert. Zack, für 50 Euro Schnapper gemacht. Ein Jahr später sind sie dann nochmal rausgekommen. Aber ja, dann die habe ich mir auch vor kurzem geholt. 4er Jordans Metallic Purple, fast 400 gezahlt. Mussten extra aus USA importiert werden. Dann meine absoluten zwei Favorite Sneaker. Travis Dunks, 1500 alt. Und Travis 1er Jordans auch 1500 für bezahlt. Crazy, ich weiß, aber so, das sind meine absoluten Traumschuhe, die trage ich auch am meisten. Ja, was für Traumschuhe? So als ob es Traumschuhe gibt. So, man kann ja ein Traumauto haben, wonach man so übel eifert oder so, oder ein Traumhaus.
Traumschuhe, Dicky, was los, Mann? Vor allem diese hier, das sind meine absoluten Lieblingsschuhe. Da sind heute noch ganz normal, ja, Air Force angekommen. Ellie's Air Force, Ellie's Vierer Jordans, meine MCM-Schuhe. Dann Schuhe, Coco. Dann Schuhe, die Fresh. Mir meine Mom geschenkt hat. Also ja, aber die Schuhe, die sehen auf jeden Fall besser aus als diese Kackschuhe, die er gerade eben gezeigt hat. Also die Mutter hat mehr Geschmack als er. Ach, er. Also ich meine, fühle ich jetzt auch nicht zu 100%, aber finde ich stylischer. Max, dann Balenciaga und halt hier 2016 habe ich die auch schon geholt, Doc Martens. Dann würde ich sagen, gehen wir noch zu dem anderen Part, dann halt die Klappe. Etwas langweiliger ist in Roomtours und zwar, beziehungsweise Roomtouren, egal, auf jeden Fall das Bad. Da wollte Ellie euch ein paar Sachen zu sagen, weil sie hier ein paar Sachen so eingerichtet hat, wenn man das sagen kann. Es ist eigentlich so traurig, ne? Das Bad ist übel klein und unser Bad, ne, ist viel größer als deren Bad. Es tut so weh, dass der 2400 Euro Miete warm bezahlt. Das ist echt hart einfach. Oh, und was ich auch noch sagen wollte, voll viele haben gefragt wegen meiner Story, wieso ich nichts zu Maradona gesagt habe. Leute, ich bin nicht so ein Mitläufer, wenn ein Mensch stirbt, dass ich dann in der Story poste und sage RIP und so. Ich habe hier halt sogar ein Buch, was fast nur über Maradona handelt. Und ja, Maradona ist eine kranke Legende und Ellie hat auch gemerkt, wie fertig mich das gemacht hat, als ich gesehen habe auf meinem Handy, dass Maradona gestorben ist. Also dahingehend. Ist halt einer, der null dem Hype hinterher rennt, das stimmt allerdings, ja. Also damals FIFA gespielt, dann auf Fortnite umgewechselt, weil der Hype einfach nicht bei Fortnite war, ne. Ja, stimmt. Rest in Peace, das wollte ich nochmal gesagt haben. So Leute, kommen wir hier zur ersten Etage. Das sind einfach Düfte, Deos, Parfums. Und ich wollte euch mal so meine zwei Lieblingsparfums zeigen. Also auf jeden Fall das hier von Tom Ford. Und das habe ich einfach auf Malta geholt. Cristiano Ronaldo Legacy Private Edition. Zwei richtig kranke Düfte meiner Meinung nach. Und kann ich jedem von euch empfehlen. Das ist... Ich kann das absolut auch nicht nachvollziehen, ne? Es gibt ja viele, die sau viel Geld für so Dingenskirschen ausgeben, ne? Für so ein paar Parfums, ja, wie Monte das sagen würde. Ich kann das echt nicht nachvollziehen. Ich kaufe immer dieses Deo, da steht dieses Eis-Out, nee, nicht Eis-Out, ne? Oder heißt das Eis-Out? Auf jeden Fall, Eis steht da drauf. Das ist so eine mit, das ist so milchig, das Glas. Das kostet 8, 9 Euro und es ist völlig in Ordnung, ja? Hat sich noch niemand drüber beschwert. Ja, ach, hier Eistouch. Ich bin ja so ein Fuchs. Ja, Eistouch. Das ist eher etwas billiger, kostet um die 50, 60 Euro. Und das kostet. 50, 60 Euro, in was für einer Welt leben wir hier? Kostet halt fast 300 Euro. Also hier die billige Variante und hier die etwas teurere. Also hier kommen wir zu meinem kleinen persönlichen Bereich. Wenn man hier dieses Ding aufmacht, sieht man, dass ich hier mein Make-up drin habe. Ja, einfach meine. Mein Gesichtszeug. Hier unten ist Pflege, also Tattoo-Creme, eine Bürste, Hautcreme, halt all so Pflegesachen. Hier unten, keine Ahnung, was das ist. Und hier ist zum Beispiel Duschgel noch und Zahnbürsten von seinen Geschwistern, auch Zahnpasta und hier ist noch der Verbandskasten. Dann kommen wir hier einfach zum Waschbecken. Ja, das ist Gesichtswaschzeug, da halt Zahnpasta, sonst da sind zwei Mongos. Und ja, hier ist einfach die Dusche ganz normal, hier da unten sind Putzsachen. Kokostoilette? Ja, unsere Toilette. Okay, ich würde sagen, dahingehend, das reicht auf jeden Fall. Dann haben wir hier zwei Schränke, da sind noch ein paar Schuhe drin, ein paar Sachen zum Verstauen. Hier sieht man auf jeden Fall, wie ich fleißig bei Amazon Prime Wasser bestellt habe und es nicht abgegeben habe. Sie gehen raus. Dann hier haben wir so ein paar Putzsachen, Sachen von Coco, nichts Nennenswertes. Hier eine Nähmaschine von Ellie, die ist richtig nice. Dann haben wir hier einen Staubsauger, den wir geholt haben. Hier so ein paar Kartons, wo auch ein paar... Marie hat das System getrippelt, ne? Kleinigkeiten drin sind. Dann hier das Bild und der Tisch allgemein. Aber das Bild sieht fresh aus, muss ich sagen. Also so vom Style her finde ich das Bild ganz hübsch. Hier kann man voll gut chillen, beziehungsweise so voll gut Sachen planen. Dann hier noch die Lampe dazu. Und hier. Aber ansonsten sieht das relativ zusammengewürfelt aus. Also es hat nichts mit irgendwas zu tun. Die ganzen Sachen so wie mein Geldbeutel, Zweithandy, Ladekabel, alles... Gut, dass er direkt sagt, wo sein Geldbeutel liegt, ja.
auch sehr schlau, wenn man im Internet ist. Und ja. So der ganze Krimskrams. Wie im Altersheim, so genau. Wie im Altersheim so ist es. Beziehungsweise unsere persönliche Kindheitsecke, wenn ich das mal so sagen darf. Weil hier haben wir ein Pokémon Limited Edition Pack quasi, was wir geholt haben. Dann haben wir hier jetzt zum Beispiel noch Uno-Karten. Wir zocken sehr viel Uno. Uno Reverse, ja. Gestern meine Geschwister da und mit denen haben wir Todes-Uno gesuchtet. Das hat mies Bock gemacht. Dann hier auch andere Karten für Trinkspiele. Dann haben wir hier PS3-Spiele, so wie Call of Duty Black Ops 1, God of War. Dann hier noch meine Yu-Gi-Oh! Box. By the way, hier ein neues Tattoo mit Kaiba drauf. Also Yu-Gi-Oh! War komplett meine Kindheit. Meine Mama hat mir auch geschrieben, als ich das in meiner Instagram-Story hatte, dass sie noch voll viele Yu-Gi-Oh!-Karten von mir im Keller hat. Benten, Bruder, vielen Dank. Zum Beispiel ein 2009-2012 Champions League Buch. Das habe ich ungefähr mit 12 Jahren damals bekommen. War richtig nice. Alter, ich war früher so fußballverrückt. Dann sieht man hier meinen Play-Button. Kuss geht. Hat er seinen Play-Button dorthin gestellt? Der hat seinen Play-Button einfach nur dort sinnlos in die Ecke gestellt. Von bitte nicht. Keller hat. Nein! Der hat seinen Play-Button hinter sein irgendwas gestellt. Mir könnte gerade eine Träne kommen, ich bin euch ehrlich. Ich, als einer, der das sehr, sehr wertschätzt, sehe gerade, dass eine Ehrung für ein YouTube-Ding, dass es einfach hinter irgendwas gestellt wird. Dann haben wir hier zum Beispiel ein 2009-2012 Champions League Buch. Das habe ich ungefähr mit 12 Jahren damals bekommen. War richtig nice, Alter. Das tut im Herzen weh, sage ich euch ehrlich. Das kann ich aber auch nicht nachvollziehen. Guck mal, sogar Montana Black hat die überall im Haus noch hängen, weil das so geil ist. Guckt euch das an, wie geil das aussieht. So ein Play-Button. Der haut es einfach hinter sein Pokémon-Set oder was auch immer das sein soll. Kann das nicht nachvollziehen. Bin gerade ein bisschen selbst. Ich war früher so fußballverrückt. Dann sieht man hier mal Play-Button. Kuss geht raus. Richtig. Dann haben wir hier noch von den letzten Videos das Glücksrad. Hier noch auf der Heizung ein paar Kerzendinger. Dann ist hier der Wäscheständer. Hier für Coco so ein, keine Ahnung wie man das nennt. Dann kommen wir hier zu der Ecke, wo wir immer unseren Schmuck lagern. Ich habe mir letztens den Ring geholt, das habe ich auch in der Instagram-Story gezeigt. Louis V-Ring ist auch richtig nice, wenn es nicht fokussiert, habt ihr Pech gehabt. Ja, was soll man machen? Ja, dann zum Beispiel gestern waren wir mit meinen Geschwistern unterwegs. Da haben Danke wir für den Hype-Train. Dieses Bild geschossen. Richtig nice, Mann, einfach in München. Dann kommen wir jetzt zur Küche. Jetzt auch nichts sonderlich Besonderes. So, ihr merkt selber, es ist alles komplett offen, ohne Türen. So, weißt du, man kommt vom Eingang direkt hier zu dem Tisch beziehungsweise zu der Küche hier halt und ich feiere das halt komplett. Wenn ich so finde wirklich diese Sitzecke mit dem Tisch und so, das sieht so dermaßen schlecht aus, wirklich wie in so einem Altenheim und auch noch schlecht kombiniert. Also wirklich meine Freundin, die würde wirklich hier im Dreieck springen und sich fragen, wie das sein kann, dass man so einen Einrichtungsstil hat, weil bei ihr muss es alles ordentlich sein, ordentlich dekoriert, das muss alles zueinander, das muss alles abgestimmt sein. Ich persönlich bin auch eine absolute Null, was Einrichtung angeht, deswegen, das hat meine Freundin fast alles gemacht, außer halt mein Zimmer, deswegen sieht mein Zimmer auch so mega geil aus. Nice. nee, da muss alles ganz ordentlich sein, aber hier habe ich das Gefühl, hier wird einfach irgendwas ineinander gehauen, was gar nicht mit irgendwelchen Komponenten zu tun hat. Alles offen ist und miteinander verbunden ist. Dann haben wir hier halt die Küche, nichts Besonderes. Hier ein Mini-Kühlschrank, der mich todestriggert. Das ist der schlechteste und schlimmste Kühlschrank, der existiert. Ich sag's euch, Alter. Auf jeden Fall 2400 im Monat zahle ich hier und so einen kleinen Kühlschrank. Was soll's sein? Dann haben wir hier so eine Ecke, die hat Ellie Choc-Güzel eingerichtet. Ohne sie hätte ich niemals solche Gewürzdinger und alles. Rico, vergiss es. Auf jeden Fall an der Leute, Stelle. Er hatte einfach davor Pfeffer und Salz. Ich dachte mir so, Bro, wie soll ich dir irgendwas Nices kochen, wenn du nur Pfeffer und Salz hast? Das kann aber mies gut kochen. Ich weiß noch nicht, wie man kochen kann mit zwei Herdplatten. Es ist mir ein absolutes Rätsel, wie man ein gutes Gericht machen kann, wenn man nur zwei Herdplatten hat. Für ein gutes Gericht brauchst du mal safe 3-4 Herdplatten, um alles warm zu halten. Weiß ich, in dem einen Topf machst du Rotkraut, in dem anderen machst du Gulasch, in dem anderen machst du gerade eben die Knödel. Wie will denn die das machen, wenn du zwei Herdplatten hast? Das ist für mich gar nicht möglich. Funktioniert auch nicht, muss doch irgendwie gleichzeitig gemacht werden.
Doch, ich sag euch, wie es ist. Ihr fragt euch auch bestimmt so, wieso holt ihr dann nicht einfach irgendwie einen anderen Schrank? Ich glaube, nur 2400 Euro. Ich werde hier nicht mehr lange drin wohnen. Aller spätestens Februar bin ich hier raus. Ich will dahingehend noch nichts spoilern, aber ihr werdet früher oder später schon davon mitbekommen. Leute, ihr könnt ja in die Kommis schreiben, wo ihr denkt, wo er hinzieht, beziehungsweise wir hinziehen. Ja, es wird auf jeden Fall nicht München sein und ich kann auch so viel verraten. Aber was ich jetzt gerade nicht verstehe ist, hat nicht diese Ellie gesagt, also das merke ich jetzt gerade, hat sie nicht gesagt, sie macht ihr Abi? Hat sie nicht gesagt, sie macht ihr Abitur vor gar nicht allzu langer Zeit? Und jetzt zieht die nach Spanien? Wie will denn die das machen? Also das ist jetzt gerade so meine Frage. Wohl nicht mehr. Wie gesagt, sie wird durchgecarried. Also stell dir mal vor, es wird nichts mehr bei denen in naher Zukunft. Sie wird fallen gelassen, sage ich mal, und steht dann ohne Abi da. Wie schwierig einfach. Das wird nicht in Deutschland sein. Aber ja, egal. Dann hier den Entsafter. Oh, mein Lieblingsgegenstand hier in diesem Haus. Nach Simi. Dann haben wir hier. Der hat sie nicht gebracht, oder? Der Entsafter ist der Lieblingsgegenstand Gegenstand im Haus nach Simex. Haus. Nach Simi. Dann haben wir hier immer Früchte und so. Cringe die wir in dann man. Quasi entsaften. Das mies nice, haben wir euch aber auch schon öfters erzählt. Dann haben wir hier einfach so einen ganz normalen Hocker, wo man chillen kann. So und einfach hier ganz normal ferngucken kann auf dem nicht zu kleinen Fernseher. Also das ist wirklich... Stell dich mal daneben. Schau mal. Autsch. Da steht der Fernseher halt einfach mitten im Weg. Ach du Scheiße. Das Ding wurde einfach misshandelt. Das steht einfach auf dem Boden. Nicht mal für eine Kommode hat es gereicht. Das ist aber auch ein riesen Fernseher. Der ist ja in der Diagonale schon größer als Siemens, oder? Der passt ja nirgends hin. Das ist der größte Fernseher, den man kaufen kann, gefühlt. Natürlich bekommt... Also, das war der größte Fernseher, den ich im Internet quasi gefunden habe. Ich hatte mit 13 Jahren so einen Röhrenfernseher von 1990. Deswegen habe ich dahingehend... Ich weiß, ich würde nicht sagen Komplexe oder so entwickelt, aber ja, ich wollte mir einfach in meiner ersten eigenen Wohnung so einen nicen TV gönnen halt. Ja. Warum nicht? Ja, also, weil ich wollte... Casino, grüß dich, Bruder. Dann kommen wir zu der hässlichsten Couch auf der gesamten Welt. Die ist so klein, ich schwöre es euch. Man kann so schlecht drauf chillen. Okay, jetzt sieht es zwar einigermaßen chillig aus, aber... Sie ist eigentlich ganz bequem, aber der Platz stört halt. Wir brauchen eigentlich eine große Couch. Eine große Couch. Wenn du hier eine Stunde drauf chillst, okay, aber wenn du zwei Stunden hier 20 chillst und irgendwie einen Film am Abend... Wie viel Quadratmeter hat das Simix? Keine Ahnung. Aber schon ein paar, weil der hat ja noch eine Etage nach oben. Schauen willst, Katastrophe, dann haben wir hier so eine kleine Ecke, so Musikbox... Plätzchen, eine kleine Herzen, Ecke einfach. So Fernbedienung, hier Ball. Der Ball ist immer da. So. Okay, unnötig, dass ich das gemacht habe. Zeig mal unseren neuen Laptop, Leute. Wir haben uns einen Laptop gegönnt. Und meinen alten Laptop schenken wir seiner Schwester. Das ist nicht nur ein Laptop. Ist das nicht ein Surface? Nee, ist das ein Surface? Okay, das ist ein einfach, man könnte sagen, ein iPad, okay? Ihr denkt euch so, okay, Bruder. Wieso ein iPad? Man kann es einfach abnehmen und das ist Touch. Ist das Touch? Ist das Touch? Das ist einfach Touch. Freunde. Das ist einfach Touch, Mann. Das und wir haben noch einen Stift dazu gekauft. Kranke Erfindung, Alter. Hier, schau. Einfach mit Stift, Bruder. Da kannst du voll geile Skizzen und alles machen. Unterwegs, wenn ich bin, kann ich immer damit die Videos schneiden. Heftig. Wow, diese Technik, ey. Heftig, ja. Nice, Mann. Und was ich auch extrem nice finde an dem Apartment, ist das draußen hier. Ich meine, da ist direkt eine Wand. Und links meine Nächten in der Nachbarn. Oh, geil. Edward. Aber ich finde, das sieht richtig nice hier. Vor allem ist es so hoch. Oh, Alter, es sieht richtig nice aus. Du guckst erstmal geradeaus voll auf die Betonwand. Das sieht so geil aus. Ich habe noch nie was Niceres gesehen. Also er guckt einfach mitten auf so eine Wand. Einfach sieht das nicht geil aus. Was für ein geiler Ausblick. Ja, guckt euch das doch mal an. Eduard! Ich finde, das sieht richtig nice hier. Vor allem ist es so hoch und Leute, man kann hier nackt rumlaufen. Ja. Das juckt mich, weil keiner kann in die Wohnung reinschauen. Und das Geile ist, ach so, okay. Teil, dass hier niemand... Warte mal. Aber ich finde, das sieht richtig nice. Was ist denn das dann aber hier? Also die können nicht nackt rumlaufen, aber hier ist doch ein Fenster, oder? Oder bin ich lost? Aber es sieht doch aus, als würde das hier niemand nutzen.
Stadt stinkt. Vor allem ist es so hoch und Leute, man kann hier nackt rumlaufen. Ja. Das juckt mich, weil keiner kann in die Wohnung reinschauen. Und das Geile ist halt, dass hier niemand einbrechen kann bzw. Stress schieben kann, weil es quasi ein gesichertes Objekt ist, was 24 Stunden gesichert ist. Ich muss nur eine Nummer anrufen und dann kommt direkt so der Sicherheitsdienst. Dann kommen wir zu meiner persönlichen Oh, der hat von Ultradesk, oder? Den haben die mir gesponsert damals, diesen Tisch. Der ist aber übel, also, was heißt übel klein? Der war ganz gut, der war auch massiv, den habe ich meinen Cousin geschenkt, weil der passt einfach hier nicht in die Wohnung rein. Aber ich muss sagen, vom Optischen her ist das eher so für diese übelsten Gamer und ich wollte eigentlich was Cleanes haben, weißt du, irgendwas, womit ich dann mehr zufrieden bin. Danke. Persönlichen Ecke, wo wir die meisten Videos aufnehmen. Und sehr so ein Gaming-Tisch. Ist quasi ein Hundekorb für Coco, den Ellie für sie geholt hat, weil sie chillt immer auf der Couch beziehungsweise neben der Couch hier am Boden und dann sei, muss hat mal gucken, Ellie Bruder. Das einfach geholt und sie mag es voll. Und wie ihr sehen könnt, voll nice, dass sie jetzt darin sich quasi... Leute, kennt ihr das, wenn das Katzen machen? Oh, so wenn sie das mit ihrem Pfoten machen. Aber wenn ihr hören könntet, wie laut sie schnurrt, ey. Ja, dann kommen wir jetzt zu unserer persönlichen Gaming-Ecke, würde ich mal sagen. Erstmal FIFA geöffnet. Dass ich mein Team zeigen kann. Ach so, du hast das extra gemacht. Ich dachte, du hast vorhin FIFA gezockt. Nein. Okay. Sie wollte mich schon wieder fronten, dass ich während sie irgendwas macht in der Küche. Nein, wollte ich gar nicht. Und hier sieht man auf jeden Fall so den PC, also Gaming-PC. Leute, falls die Kameraführung jetzt nicht die beste ist, Ellie macht es zum ersten Mal. Also dahin. Leute, wenn ich einen Hate-Kommentar lese. Sie nimmt die Kamera. Ja, Leute, sorry, heute leider kein... Sorry, Leute, heute leider kein GTA. Genauso muss man filmen von unten. Und dann, also aus der Froschperspektive und dann immer schön in die Kamera gucken. Weil da sieht man das Doppelkinn am besten. Sorry, Leute, heute leider kein GTA. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Oh, geil, mein Vater hat nein gesagt. Sorry, Leute, heute leider kein GTA. Bester Mann, muss einfach so sagen. Okay, perfekt. Lese. Auch je näher man dran ist, desto schärfer wird es natürlich in der Kamera. Puh, auf dein Gesicht. So, hier sieht man. Ey, meine Freundin würde niemals sowas sagen. Ich bin euch ehrlich, meine Freundin ist da viel zu lieb. Die ist einfach nicht, die ist halt null asozial, ne? Wenn ich das so vergleiche. Wenn ich jetzt wirklich meine Freundin mit Ellie vergleiche, ist wirklich ein Unterschied von Tag und Nacht. Also, es ist mir wirklich, wenn man das jetzt wirklich vergleicht, meine Freundin, relativ zurückhaltend, muss ich nicht vor der Kamera zeigen. Die spricht nicht gerne in Streams oder in Videos, die hält sich da gerne raus. Die ist so halt im Hintergrund, sage ich mal, aber ist so, die macht das alles mit, aber ist alles entspannt. Meine Freundin, die sucht nicht die Aufmerksamkeit, die ist nicht so aufdringlich, sie ist nicht so bestimmerisch, was das angeht. Die ist auch nicht so, die sagt nichts Asoziales, sie verhält sich, ich meine, sie ist ja auch Erzieherin, ne, da kann man jetzt auch nicht, oder muss man jetzt nicht verlangen, dass sie irgendwelche asozialen Worte sagt, wie du Huren, von Spaß, oder ich werf mit Scheiße gegen irgendjemand. Aber es ist halt irgendwie ein Unterschied von Tag und Nacht und ich bin froh, dass es so ist. Man halt mein Team, das sie nicht vollständig gezeigt hat. Ich will was zum Team sagen. Bitte. Ja, ich dachte, ich soll deinen PC zeigen. Also, ich kann ja nicht alles auf einmal filmen. Also hier seht ihr jetzt nochmal mein FIFA-Team, weil voll viele Fragen. Neymar, Mbappé, Ronaldo in der Spitze. Für ihn wechsle ich immer den Belay ein, aber da will ich noch Mané holen, weil ich spiele 4-2-2-2. Dann hier ZDM, aber für ihn lasse ich manchmal Kanté spielen. Also das, da haben wir die Icon-SBC gemacht. Defensive ja. Beste, die es im Spiel gibt für mich, für den Preis. Dann Torwart. Ja, ist ein stabiles Team. Alisson kann man auch nichts falsch machen, manche mögen ihn. Moin, nicht so Montana sehr. Black. Ja, das ist auf jeden Fall so mein Setup, aber das will ich eh, sobald ich umgezogen bin, okay, viel krasser und viel größer machen. Aber es reicht. Weil Leute, seht mal, es ist so schwierig, wenn wir zum Beispiel zu zweit zocken. Es ist nice, weil wir sitzen nebeneinander. Ja, Moin ist wieder am Start. Aber allein schon die zwei Gaming-Stühle, hier, der PC nervt, da ist die Booth. Und oh mein, okay, das Kabelmanagement fühle ich übrigens. Also ich denke, man, wenn man das Bein ausstreckt und das Bein wieder mit seinen Pantoffeln wieder einfährt, sage ich mal, dann hängen dort 10.000 Kabel zwischen Sohle und Schuhe und du reißt alle Kabel einfach mit. Mein Gott, Leute, es ist einfach viel zu wenig Platz. Das ist ja so nervig. Ja, wie kann man sich denn auch... Ey, der bezahlt 2.400 Euro Miete, warm, im Monat. Dann kann er sich doch mal einen langen Tisch kaufen. Also, da holt...
Ich weiß nicht, der hat das bestimmt gesponsert bekommen, den Tisch von Ultradesk, weil die habe ich auch gesponsert bekommen. Die haben damals auch viele Anfragen gemacht. Und wer lässt denn dann den Tisch einfach nur? Also da braucht man doch irgendwas Großes, vor allem wenn man das hauptberuflich macht. Da tut mir schon wieder die Seite weh, ne? Da tut mir schon wieder alles weh. Ja, und wir mussten halt auch noch einen dritten Monitor holen. Wir brauchen halt den dritten Monitor, um zu sehen, wenn wir streamen, wenn ihr in den Chat schreibt oder wenn wir aufnehmen. Das hier ist auf jeden Fall eine Booth. Er hat halt auch keinen Monitorhalter geholt. Der hat einfach drei Monitore dort stehen. Also ich glaube, der hat auch null. Also bei mir sieht es auch ein bisschen belastend aus, weil das alles in der Ecke ist und ich kann die nicht alles so perfekt schieben, wie ich mag. Also ich habe drei Monitore nebeneinander. Ich habe keinen übereinander oder so. Hatte ich mir erstmal überlegt, ob ich das überhaupt mache. Wird aber wahrscheinlich nicht so sein. Und ich habe da trotzdem, ich bin da ein bisschen im Struggle, weil ich kann die Monitore nicht perfekt nebeneinander stellen. Das funktioniert nicht ganz, weil es dann zu eingeengt aussieht. Alles schwierig. Alles schwierig. Dann nimmt man quasi Musik drin auf. Also dahingehend in Zukunft erwarten euch ein paar Projekte. Dann gehen wir jetzt schon nach oben zu dem Schlafbereich. Was ich an der Wohnung, was mich wirklich hier so krank gecatcht hat, ist dieser Bereich hier. Freunde, gebt es euch mal. Mach mal so ein Digga. Ich finde das so geisteskrank, wenn du so, wenn du so hier so. Man wacht einfach auf. Ja, wenn du hier so stehst. Man wacht einfach auf. Stell dir mal vor, die würden einfach ein Leben lang schlafen. Digga, die wachen einfach auf, wenn die im Bett sind. Stell dir das, imagine, die wachen auf. Wenn du so, wenn du so hier so stehst. Man wacht stehst. Einfach auf. Ja, wenn du hier so stehst, einfach so über dein Leben nachdenkst und dir so denkst. Imagine, ja, du schläfst und wachst einfach auf. Alles richtig gemacht. Nein, Spaß. Aber auf jeden Fall, so dieser Bereich. Also ich weiß nicht, von wo die herkommen, aber das, ich finde es echt, ich finde das weder Flex oder noch ein, ich finde es echt nicht geil, ne? Das ist einfach nichts. Ich liebe es einfach. Da haben wir hier ein Poster, das wir vor kurzem aufgehängt haben. Ja, Bago, das stimmt. UFO. Ich liebe UFO, ist mein absoluter Lieblingskünstler in ganz. An der Stelle natürlich auch mein Beileid. Deutschland. Und ja, dann haben wir hier so quasi für Kurz. Kratzbaum. Kratzbaum. Und hier schläft sie eigentlich immer. Ich tue das Bett manchmal, wenn ich merke, dass sich Coco zu einsam fühlt, hier rüber. Dass sie, also das ist. Imagine, dafür 2400 Euro Miete zahlen. Ach du Scheiße, krieg ich direkt wieder Seitenschmerz, wieder Gesichtslähmungen. Ich bin dir ehrlich, ich finde es echt nicht gut, ne? Warte mal, wenn der hier hochkommt, warte, ich muss nochmal ganz kurz gucken, der kommt hier hoch. Gebt es euch mal. Ja, aber warum macht er den Fernseher? Das verstehe ich nicht ganz. Der hat hier einen gewissen Platz. Warum macht er nicht den Fernseher? Warum hängt er den nicht hierher? Indem die dann vom Bett aus einfach hier angucken können. Dann machen die den, dann stellen die den unten einfach auf den Boden. Chichi, ja. Bereich hier. Freunde, gebt es euch mal. Mach mal so ein. Digga, ich finde das so geisteskrank, wenn du so hier so. Man wacht einfach auf. Ja. Wenn sie wacht so auf. Einfach so über dein Leben nachdenkst und dir so denkst, Bruder, ich habe alles richtig gemacht. Nein, Spaß. Aber auf jeden Fall, so dieser Bereich hier oben, ich liebe es einfach. Da haben wir hier ein Poster, das wir vor kurzem aufgehängt haben, von UFO. Geil, Mann. Ich liebe UFO, ist mein absoluter Lieblingskünstler in ganz Deutschland. Und ja. Hört ihr das? Wie dieser reinatmet? Ich liebe UFO, ist mein absoluter Lieblingskünstler in ganz Deutschland. Und ja, dann haben wir hier so quasi für Kurz. Kratzbaum. Und hier schläft sie eigentlich immer. Ich tue das Bett manchmal, wenn ich merke, dass sich Coco zu einsam fühlt, hier rüber. Dass sie, also das ist meine Schlafseite. Und Ellie schläft immer auf der anderen Seite. Dann haben wir hier noch einen Schrank mit ein paar Klamotten von mir. Muss ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, ihr seht ja immer, was für Kleidung ich trage, meine Fits. Alter, man darf sich nicht drauf konzentrieren, wie die atmen die ganze. Du denkst halt so, sie stirbt einfach, weil sie nicht mehr richtig Luft bekommt. Wie krass einfach. Ach du Scheiße, wenn du dich wirklich darauf konzentrierst, dann macht das ganze Video noch mehr kaputt. Poste ich ja meistens in der Instagram-Story, dann haben wir hier noch einen Ventilator, weil hier ist es manchmal extrem heiß, vor allem im Sommer oder allgemein, wenn die Fenster zu sind. Und ja, dann. Ist da nicht eine Klimaanlage sinnvoller als ein Ventilator? Also ein Ventilator pustet dir eigentlich bloß die warme Luft ins Gesicht. Eine Klimaanlage, also ich kenne das ja, ne? Ich weiß ja,
Ich weiß ja, dass auch Klimaanlagen, gerade wenn man weiter oben ist, lohnt sich halt nicht ganz so sehr. Weil, doch, wenn es weit oben ist, lohnt sich das schon. Aber keine Lufterfrischer, ne? Ich hatte mal für 200 Euro mir so ein Klimagerät geholt mit Lufterfrischer und sowas. Da musst du so Eispads reintun. Habe ich das alles gemacht mit Eispads, ganz ordentlich. Zack, mein Zimmer war null kalt geworden. Dieses Zimmer war einfach nur noch nass. Es war wirklich wie im tropischen Regenwald. Ich dachte mir so, jetzt ist es vorbei. Jetzt schwitze ich auch noch extrem. Währenddessen ich eigentlich gehofft habe, dass das Zimmer einfach kalt wird. So, die meisten Sachen, wie gesagt, andere Sauna, das war ja schon drin, als ich eingezogen bin. Das hier war auch schon drin. Und ja, was soll ich jetzt sagen? Was ist das eigentlich? Es war hier alles schon drin. Die ganzen Bilder, die ihr unten gesehen habt, mehr oder weniger, ja, waren hier auf jeden Fall schon drin. Und wie gesagt, ich werde bis allerspätestens Februar hier wohnen. Ist auch sonst aber heftig. Und ja, ist es auch. Ich muss quasi Nachmieter nur noch finden. Und dann kann ich hier straight raus. Aber ja, ich wollte einfach diese Erfahrung machen, in der Münchner Innenstadt so ein krankes Apartment zu haben. Natürlich sind 2400 Euro im Monat sehr, sehr viel. Und die meisten, die etwas außerhalb wohnen, beziehungsweise nicht in der Innenstadt, vor allem München, zahlst du am meisten Miete in ganz Deutschland. Die können sich gar nicht vorstellen, wie ich für das hier 2400 zahle. Ich wollte einfach mal diese Erfahrung machen. Ich bin euch todesdankbar dafür. Und falls ihr jemanden kennt, der an diesem Apartment hier interessiert Dominik, das klingt sehr interessant, oder? Will. Ja. Meine Business-Mail steht auf jeden Fall bei meiner Kanalinfo. Kuss geht raus. Film nochmal Coco, wie sie dort unten chillt. In einem Hundebett. Kann man ranzoomen? Nee. Ja, also ich muss sagen, ich habe nichts gegen das Video. Das Video war ja in Ordnung. Gab jetzt nichts, wo man, außer dieses unlustige Nachbar, du Huren. ansonsten war halt ein normales Video. Ich bin ehrlich, ich hätte es weder so eingerichtet, noch wäre ich dort überhaupt hingezogen für 2400 Euro im Monat. Also ich meine, klar, die Relationen sind immer noch mal ein bisschen was anderes. Ich meine, der verdient saumäßig viel Geld. Wenn du 40 oder 20 oder 30.000 im Monat machst, kannst du dir das easy kaufen. Miete bezahlen. Nichtsdestotrotz, mir wäre das nichts wert. Weil ich weiß ganz genau, dass man für den gleichen Preis woanders ein krasses, wirklich eine krasse, krasse Luxuswohnung haben kann. Und das meine ich ernst. In Sachsen für 2400 Euro im Monat Miete, da musst du erstmal was finden, was so teuer ist. Das ist schon schwierig. Und wenn du was Teures hast, dann wirklich, dann hast du einen absoluten Luxus. Gerade wenn du das auf dem Dorf hast oder so, bei uns war es so, da hatten wir eine Wohnung gesehen für 1500 Euro warm. Kaltmiete, ne? 1500 Euro Kaltmiete. Warm wäre es auch so um die 2000, ja, keine Ahnung, so 2000 Euro, 2200, man weiß da natürlich nicht, wie es da ausschaut, je nachdem, wie viel man da verbraucht, aber das waren zwei Luxusbäder, da gab es eine Wohnstube, es gab eine Riesenküche, dann gab es noch eine Etage oben drüber, wo ebenfalls nochmal ein Gästebett mit Gäste-WC war, mit einem geilen Bad nochmal drin, also das wirklich. Da hast du einen Luxus mit einem großen Garten, mit allem drum und dran. Und er haut hier für so ein Ding 2400 Euro raus. Ich könnte das null nachvollziehen. Aber gut, wenn du halt in München aufgewachsen bist und kennst die Preise ja nur so, dann, ja, was willst du machen? Dann ist es so.